Willkommen bei MGiga Gameplay. Wir spielen heute ein kleines Spiel namens Mercenary Kings, ein Metal Slug / Monster Hunter Crossover sozusagen. Die Welt hat drauf gewartet. Definitiv. Ein Spiel, von dem keiner so richtig weiß, dass es haben will. Trotzdem, wir wollen es haben, denn es ist eine ziemlich coole Idee. Und ihr seht ja hier schon anhand der Optik, dass es auch zumindest grafisch schon mal fantastisch umgesetzt ist. Und wer Scott Pilgrim vs. The World gespielt hat, der sieht sofort, okay, das kommt mir bekannt vor. Das liegt auch daran, dass das genau der gleiche Mensch ist, der damals die Pixelart für Scott Pilgrim gemacht hat. Welch ein Zufall. Genau. Und um mal ein bisschen was zu erklären, es ist halt Metal Slug in dem Sinne, dass man halt einfach so rumballert und Viecher platt macht. Dann gibt es die Eigenheit, dass es ein aktives Reloading-System gibt. Das heißt, ich muss immer in genau dem Moment, wo es im grünen Bereich ist, auf Reload nochmal drücken, wenn ich nachlade, was schon mal ein bisschen Geschwindigkeit rausnimmt aus so einem Spiel. Das ist auch was, was wir jetzt nicht so toll finden. Aber was wir toll finden, ist die Tiefe, die dieses Spiel hat. Weil all diese Sachen, die ihr hier seht, diese Leute, bei denen kann ich mir hier die Waffen customizen, kann mir genau sagen, was für eine Magazinart, was für einen Lauf ich haben will bei meiner Waffe, kann einen Sniper verbinden mit einer Schrotflinte oder sowas, oder kann mir meine Rüstung upgraden. Dann gibt es noch so Sachen, die so eine Art Perks sind, dass du bestimmte passive Fähigkeiten sozusagen kriegst. Und. Es ist wirklich so, dass ihr in diesem Spiel ganz viele Materialien und Zeug sammelt und das dann umwandelt in bessere Ausrüstung und so. Und das ist ein ziemlich cooles System, weil das habe ich zumindest in der Form noch nicht gesehen, dass es mit so einem Sidescroller-Shooter verbunden wird. Nee, und gerade wenn man eigentlich so eine Art Metal Slug erwartet, dann überfährt einen das schon doch ordentlich, gerade am Anfang. Also ich habe jetzt angefangen zu spielen und es ist dann so die ersten Minuten schon anstrengend, kann man mal sagen. Es ist anspruchsvoll, das auf jeden Fall. Es hat eine recht steile Lernkurve, finde ich, gerade für so ein Spiel, wo man halt eben denkt, okay, ich baller jetzt hier alles platt und fertig ist. Nee, so ganz so einfach ist es nicht. Wir machen jetzt hier mal die quasi allererste Mission. Man wählt die nämlich so aus. Es gibt eine kleine Story zwischendurch, die Dialoge sind auch sehr witzig, aber es ist jetzt nicht so, dass man da mit Spannung mitfiebert. Es geht eher wirklich darum, besser werden, möglichst große Endbosse platt machen und eben Waffen upgraden, Perks kriegen und so weiter und so fort. Und Dinge einsammeln. Funktioniert wunderbar. Ihr seht ja hier schon, wenn wir so Sachen aufsammeln. Haben wir eigentlich schon gesagt, wer ist? Achso, ich bin die leicht weibliche Dame. Leicht weiblich. Dezent weiblich. Und das ist Tom. Genau. Das erkennt man an seinem großen Messer. Genau, und diese Level hier, die man ansteuert, die finden mehrmals statt für verschiedene Missionstypen. Wir sollen hier zum Beispiel jemanden retten. Später gibt es dann noch so Sachen, wo wir einfach nur eine bestimmte Anzahl von Leuten platt machen müssen. Und noch ein paar andere Sachen. Das ist jetzt quasi so ein Ersteindruck, den wir euch geben wollen von dem Spiel. Weil wir sind selbst jetzt auch nicht, also weder du noch ich, so tief in dem Spiel drin, dass wir die uns als Pros oder so bezeichnen würden. Wir entdecken hier auch noch ganz viele Sachen neu. Aber wollten euch das unbedingt mal zeigen, weil es halt eine sehr coole kleine Idee ist von einem kleinen Indie-Studio. Genau. Und ist das gerade PlayStation Network gratis dazu gibt auf der genau. PlayStation 4? Wenn ihr PlayStation Plus habt, dann ist das diesen Monat das Spiel, was ihr umsonst kriegt. Und das ist ganz cool. Umsonst vor allem, ist immer gratis. Vor allem, weil ihr seht ja, wir spielen im Zweispieler-Koop und der Bildschirm wird halt trotzdem in vier Teile geteilt, was ehrlich gesagt nicht so toll ist, wenn man zu zweit spielt. Ist ein bisschen anstrengend, ja. Aber wenn ihr zu viert spielt, könnt ihr auch zu viert lokal auf einer Couch spielen. Und das, finde ich, ist eine Seltenheit, ehrlich gesagt, heutzutage. Ja, ja. Das geht aber auch online. Und wenn ihr online spielt, dann habt ihr das hier. Dieses hier, Tango Yankee, Befehlssystem. Finde ich ganz niedlich. Klappt, also wenn man es möchte. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, vor der Couch ist das nochmal was ganz anderes. Ja, ich glaube auch. Also ich kann es mir zwar auch online gut vorstellen, gerade wenn man so ein bisschen random einfach unterwegs ist. Und das Spiel ist, wie gesagt, sehr schwer. Das heißt, wenn ihr alleine unterwegs seid, ist es einfach nochmal ein ganzes Stück happiger. Deswegen ist das wirklich gedacht für vier Spieler Koop oder man, halt zwei. Man glaubt das halt gar nicht, ne? Weil das so am Anfang echt so, ich sehe, dass es eben aussieht wie Metal Slug und man erwartet eben auch wirklich so ein Gameplay. Und selbst als ich, also ich weiß ja, dass es anders ist, aber ich falle immer wieder in diesen Modus rein, einfach mal losballern. Genau. Action-Hero-mäßig alles durchzuknallen. Was ich auch so ein bisschen
naja, mäßig finde, ist die Sprungdynamik, weil ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist, wenn du so springst, gibt es so eine leichte Verzögerung im Sprung. Ne? Ja. Also es fühlt sich nicht so an wie ein Mario oder sowas. Das kann Absicht, wir müssen da gar nicht hin. Ich weiß, ich dachte, hier gibt es noch Secrets. Ja, wir haben ja eine Zeitbegrenzung. Ja, das stimmt. Das oh, nur noch 9 Minuten da. Ja, okay, das ist in der Mission nicht so problematisch, aber es gibt sie. Was mich überrascht hat, ist, wie schnell die Missionen dann ganz schön happig werden. Also, wenn man dann so die erste hier, die ist halt noch, ja, und rettet halt so einen Typen und ihr seht ja, wir kommen ja einigermaßen gut durch. Und dann ein paar Missionen später denkst du dir schon, oh, holy, glaube ich, habe die falsche Waffe. Ja, das mit den Waffen, da bin ich auch noch nicht so ganz mit warm geworden, dass du dir die quasi komplett... Naja, das heißt, dadurch, dass man es sich komplett individualisieren kann, kann man halt auch Scheiße bauen. Ja, ja. Also, ich glaube, du hattest dir mal so eine Waffe gebaut, die hatte dann genau einen Schuss, bevor man reloaden musste. Der hat halt 4 Schaden gemacht, aber so richtig gelohnt hat sich das auch nicht. Nein, 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 nicht in so einem Spiel. Die sind super hier, die Schnecken. Die sind zum Kotzen. Ich finde die toll. Ah, ja. Sehr gut. Ja. Ja, das aktive Reloading finde ich halt ein bisschen blöd, weil es... Ich finde es überflüssig. Also ja, es ist so, also es nimmt so ein bisschen Geschwindigkeit raus und also zumindest wenn man es halt versaut. Gerade bin ich auch einfach schlecht drin. Aber wenn man nur einen Schuss hat, kommt da noch dazu. Es nervt halt wie die Sau. Da ist man dann auch ein bisschen selbst dran schuld. Wird's also ich habe hier zum Beispiel schon eine geupgradete, aber das ist so eine normale Pistole mit dem Lauf von einer Schrot und einem neuen Magazin. Die ich mir eigentlich auch gerne gekauft, aber ich hatte keine Musik. Kein Geld. Keine Musik. Ja, ich weiß nicht, warum ich Musik gesagt habe. Ich weiß auch nicht, warum du Musik gesagt hast. Mein Übersprungshandlung. Wir sind gleich da. Ja, Rescue. Rescue, thank you. Ist oben noch schnell was? Oh. Ja, also ich finde, es macht wirklich Spaß, aber es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil das ist tatsächlich nichts für mal so 5 Minuten nebenbei, finde ich. Das, Nee. Na gut, aber da muss man sich einstellen. Also wenn ihr euch das Spiel holt, müsst ihr wirklich quasi euch bewusst sein, dass das so ein bisschen eine Einstiegshürde hat und man sich vielleicht auch ein bisschen belesen sollte und auf jeden Fall im Tutorial aufpassen sollte. Ja. Aber dann wird man mit so kleinen Details wie hier Kätzchen... Kann man die erschießen? Ich glaube, man kann sie erschießen. Nein. Es gibt Hunting Grounds hier, wo man dann halt jagen kann, um Materialien zu finden. Ich kann ja mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwas upgraden kann. Ich würde mal gerne... Wo hast du hier die Schrotflinte abgegradet? Weapon? Customized wahrscheinlich? Na, Barrel dann? Im Endeffekt. Ah ja, okay, schön. Genau, du dir das Dunali, ist das, was ich habe. So. Genau. Und dann sieht man kann hier dann wirklich gucken, das erhöht meine, was auch immer, um 3%. Na das, nee, hä? Ist meine Lead Shot Compatibility. Also ihr seht ja gerade, was Mats hier gezeigt hat, kannst ja nochmal da drauf gehen. Achso, das ist ja, ja. Also, eben, so und das ist in so einem Spiel denkt man sich normalerweise nicht, dass es so komplex ist. Dinge umbringen und dann sitzt du hier und guckst halt erstmal. Ich finde das super. Okay. Aber das finde ich tatsächlich dann wieder... Ja. Gut. Okay. Ich dachte, da kommt irgendwas. Nee, das war eigentlich der ganze... Ich upgrade mal meine Armor ein bisschen. Ich habe leider nicht mehr genug Material. Man kann sich später auch optisch noch ein bisschen anpassen. Ja, man kann ja auch seine Rüstung noch aufbessern. Und das hier sind die Mods. Also hier seht ihr dann so Sachen wie Chef, wo man den mysteriösen 6. Geschmack bekommt und Health-Items einfach mehr Leben wiederherstellen. Und die kann man sich halt hier installieren. Ich habe gerade noch keine, weil wir sind hier ganz am Anfang. Und ich glaube, hier oben konnte man sich hier bei denen kannte man sich nochmal anpassen. Da kann man den Namen, die Outfit-Farbe hier wählen. Ich könnte jetzt mal auf braun umstellen. Dann habe ich halt eine braune Jacke an und einen lila Headband. Oh, guck mal, hier gibt's auch. Man kann sich so Banner craften. Ja. Kostet aber $1000, was ich ein bisschen übertrieben finde für den Anfang. Aber oder Craft Cheeseburger Ornament. When you want people to know what you're really all about. Die kennen ihre Zielgruppe. Ja, ja. Achso, das war die Grafik so toll. Das macht wirklich Spaß, also zuzugucken. Ja, ja. Ich will noch eine. Würde ich sagen, genau. Wir machen jetzt mal die zweite einfach. Auch eine Rescue Mission. Und Start. Das finde ich halt auch so schön bekloppt inszeniert. Auch das hier, dass die da so dranhängen. Nicht drin natürlich sitzen. Hängen sie dran. Das war's mit unserem Giga-Gameplay zu Mercenary Kings. Da unten kommt ihr zu Teil 2. Da haben wir noch 2 weitere Missionen gespielt. Und auf der anderen Seite kommt ihr zum Goat Simulator. Das ist was ganz anderes, aber unbedingt angucken.